habt gerade die Glocken läuten hören und anschließend haben wir ein wunderschönes Orgelvorspiel gehört. Glocken, warum gibt es eigentlich in der Kirche Glocken? Da darf ich mal an den Psalm 150 erinnern, da heißt es: Lobt Gott mit klingenden Zimbeln, lobt ihn mit schallenden Becken. Zimbeln, das sind so ganz kleine Glocken und die hat man früher geläutet zum Anfang des Gottesdienstes. Aber später wurden die immer größer, denn man wollte ja, dass man es weit hört, wenn da ein Gottesdienst beginnt. Glocken waren bald so eine Art Glaubensbekenntnis in der heidnischen Welt. Wenn da ein Kloster war, in dem Christen gelebt haben, dann haben die an den Glocken gezogen und geläutet, damit man ringsum gehört hat, hier sind Christen und die versammeln sich zum Gebet. Auch heute noch ist es so. Unsere Glocken wollen uns zum Gebet versammeln. Drum läuten sie am Morgen fürs Morgengebet, mittags, wenn mittags jemand beten möchte und abends fürs Abendgebet. Und natürlich läuten sie auch beim Gottesdienst, damit sich die Leute treffen, zusammen in die Kirche kommen, Gottesdienst feiern und miteinander beten. Danach hat unsere Orgel gespielt. Ein wunderschönes Orgelvorspiel haben wir gehört. Da bleiben wir gleich mal beim Psalm 150. In diesem Psalm heißt es: Nicht nur mit Zimbeln, sondern auch mit Pfeifen sollen wir Gott loben. Pfeifen, also kleine Flöten, die wurden schon im alten Israel gespielt. Aber mit so Flöten mehrstimmig zu spielen, das ist gar nicht so einfach. Also hat jemand 300 Jahre vor Christus in Alexandria in Ägypten ein mechanisches Gerät erfunden, wo man auf Knopfdruck mehrere Pfeifen gemeinsam klingen lassen kann. Das war die allererste Orgel. Im Mittelalter wurden dann die Orgeln, weil man große Räume dazu brauchte, oft in Kirchen eingebaut. Und der Klang der Orgel wurde damit zu etwas ganz Heiligem. Bis heute gilt die Orgel als Königin der Instrumente, weil sie so vielfältig klingt. Mal fröhlich, mal traulich, mal festlich, mal andächtig. Und das bis heute. Johann Sebastian. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Mit diesem Spruch für die Woche aus Psalm 98 begrüße ich Sie und euch sehr herzlich. Dieser Gottesdienst ist ein Gottesdienst, der hauptsächlich für die Preppis und Konfis gedacht ist. Mit den jungen Menschen duzt man sich. Deshalb werde ich in diesem Gottesdienst Sie, die gesamte Gemeinde, ausnahmsweise mit Du ansprechen. Ich bin Diana Friedigkeit, ich bin Diakonin und seit März 2021 Jugendreferentin im Dekanatsbezirk Oettingen. Heute im Gottesdienst übernehme ich die Rolle als Liturgin. Ebenfalls mit im Gottesdienst dabei ist Pfarrer Uli Tauber. Er hat heute eine außergewöhnliche Rolle. Immer wenn ich einen Teil eingebracht habe, wird er kommentieren, warum es diesen Teil im Gottesdienst gibt. Wir feiern also sozusagen einen kommentierten Gottesdienst, durch den die Preppis und Konfis erklärt bekommen, wie der Gottesdienst abläuft und warum. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen Mitwirkenden, bei unserer Organistin, bei den Sängerinnen und Sängern, die heute besonders wichtig sind, denn heute ist der Sonntag Kantate. Übersetzt: singt. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Tja, das war jetzt also die Begrüßung. Komisch begonnen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist die Formel
aus der Taufe. Und darum geht's auch. Es ist Tauferinnerung am Anfang des Gottesdienstes. Ich erinnere mich, dass ich getauft wurde im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Drum sagt es der Pfarrer. Und die Gemeinde antwortet darauf, ja, so ist es. Auf Hebräisch, Amen. In der katholischen Kirche übrigens, da machen die Leute bei dem im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ein Kreuzzeichen an sich selber. In Erinnerung daran, dass damals ein Kreuz bei ihrer Taufe gemacht wurde. Eigentlich ein schöner Brauch, aber bei uns in der evangelischen Kirche nicht so bekannt. Ja, dann sagte unsere Diana, der Herr sei mit euch. Auch wieder ein komischer Satz. Wir erinnern uns, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Genau deshalb, der Herr sei mit euch bedeutet, aus einer weltlichen Versammlung wird jetzt auf einmal etwas Heiliges, ein Gottesdienst. Der Auferstandene soll dabei sein. Ja, und die Gemeinde antwortet darauf, und mit deinem Geist. Der Apostel Paulus schreibt öfter mal, der Geist Gottes ist in mir. Also ich rede und handle jetzt im Geist Gottes. Die Antwort der Gemeinde bedeutet also, sie bestätigt, dass der Pfarrer, der Prediger, der Lektor, die Diakonin nicht im eigenen Auftrag Gottesdienst feiern, sondern eben vom Geist Gottes getrieben. Ab diesem liturgischen Gruß ist eigentlich der Gottesdienst keine weltliche Versammlung mehr, sondern eine heilige Handlung. Ein Dienst mit Gott, für Gott. Gott dient uns, ein Erlebnis mit Gott. Ja, danach kam eine freie Begrüßung, wo uns Diana vorgestellt hat, wer sie ist, was heute Besonderes ist und um welches Tagesmotto es heute geht. Könnt ihr euch erinnern? Es geht um Singen, Kantate. Wir beten. Guter Gott, du bist ein großer Gott, du tust Wunder. Sei du großer und wunderbarer Gott, jetzt spürbar dabei, wenn wir Gottesdienst feiern. Segne uns und diesen Gottesdienst. Amen. Ja, die Diana hat jetzt an ihre Begrüßung ein kleines Gebet angehängt. Ein Eröffnungsgebet. Das ist normalerweise ein stilles Gebet, das jeder Gottesdienstbesucher für sich alleine betet, wenn er in die Kirche reinkommt. Manche machen es sogar, bevor sie sich hinsetzen. So ein Gebet tut nämlich gut. Das nimmt einem die Aufregung. Das lässt so die dummen Gedanken verschwinden und manchmal auch den Stress und die Hektik von zu Hause vergessen. Auch der Pfarrer oder die Diakonin beten solche Gebete. Diana hat das heute mal laut gemacht, sodass alle es hören können. Normalerweise machen wir das in der Stille. Wir singen das Lied Kommt herbei aus dem evangelischen Gesangbuch, die Nummer 599. Da sind wir schon beim nächsten Thema. Gerade hat uns das kleine Gesangsensemble ein Lied gesungen. Früher haben in der Kirche nur die Pfarrer gesungen.
oder im Kloster die Mönche. Die Gemeinde durfte nur zuhören. Der wunderschöne Klang der Psalmen, die früher gesungen wurden, hatte dabei etwas Himmlisches. Die Musik und natürlich auch die schönen Gemälde in der Kirche sollten ein Stück weit den Himmel auf Erden holen. Der Himmel steht offen mit der Musik, den Bildern und dem wunderschönen Stuck an der Decke. Mit Martin Luther und der Reformation wurde dann allmählich auch der Gemeindegesang üblich. Singen in der Kirche war jetzt keine Pfarrers- und Mönchsprivilegie mehr, sondern das durfte ab sofort jeder. Und Luther ging ans Werk und hat bekannte Volksliedermelodien einfach mit kirchlichem Text versehen. So entstanden unsere ersten Kirchenlieder. Auch neue Lieder wurden geschrieben, gedichtet und komponiert. Schade eigentlich, dass derzeit der Gemeindegesang wegen der Aerosole in der Kirche nicht möglich ist. Aber in einem kleinen Ensemble singen wir gerne für euch. Ja, und wenn ihr Lust habt, singt zu Hause einfach mit. Das darf man nämlich immer. Wir feiern heute miteinander Gottesdienst, um gemeinsam Gottes Wort zu hören, ihn im Gebet anzurufen und um ihm Loblieder zu singen. Vor Gott erkennen wir aber auch, dass wir Fehler gemacht haben. Aus eigener Kraft können wir nicht frei werden. Darum sehen wir auf Christus und sprechen gemeinsam: Gott sei uns Sündern gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Vielleicht ist es euch aufgefallen, die Diana hat sich beim Sündenbekenntnis umgedreht. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, bei diesen Worten hat sie in die gleiche Richtung geschaut wie ihr die Gemeinde. Immer dann, wenn der Pfarrer betet, wenn er das Glaubensbekenntnis spricht, dann spricht er zusammen mit seiner Gemeinde in dieselbe Richtung, hin zum großen Kreuz vorne am Altar. Später dreht er sich wieder um und tritt wieder ins Gegenüber zur Gemeinde. Also ihr seht, beim Beten ist er ein Teil der Gemeinde, später bei der Predigt ist er ein Gegenüber. Drum dreht sich der am Altar mal so rum, mal andersrum. Ich hoffe, ihr könnt's verstehen. Der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt. Jesus Christus ist für uns gestorben. Durch ihn vergibt uns Gott und macht uns zu seinen Kindern. Wer da glaubt und getauft ist, der wird selig werden. Das schenke Gott uns allen. Amen. Was ihr jetzt erlebt und gehört habt, das ist das Confiteor, zu Deutsch das Bekenntnis. Ich bekenne Gott meine Fehler und bitte ihn um Vergebung. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Was danach folgt, ist Zuspruch der Vergebung durch den Liturgen. So funktioniert Beichte. Ich bekenne vor Gott meine Fehler, ich gebe zu, was ich so falsch mache, bitte dann um Vergebung in Gottes Namen und ein anderer spricht mir in seinem Auftrag die Vergebung zu. Mit anderen Worten, in jedem Gottesdienst darf ich beichten und bekomme danach den Zuspruch.
Tja, das, was ihr jetzt gehört habt, war der Introitus. Das ist ein biblischer Psalm, der manchmal im Wechsel gesungen wird. Introitus, da steckt ein lateinisches Wörtchen drin. Introire, hineingehen. Stellt euch vor, es ist Gemeindeversammlung in Ephesus. Und bei diesem Psalmgesang kommt dann zum Beispiel der Apostel Paulus als Redner rein und erzählt. Also zum Einzug des Redners hat man diesen Introitus gesungen. Die Klöster haben das übernommen. Da ist dann wirklich später erst der Prediger dazugekommen. Das wäre heute doof, wenn der Pfarrer erst beim Introitus reinkommt. Aber ich stelle mir das heute so vor, dass beim Introitus das Wort Gottes symbolisch in die Kirche einzieht. Wir erfahren ja in der Lesung, die danach kommt, immer etwas aus dem Leben Jesu oder aus dem Leben der alten Kirche, der Urgemeinde. Also immer was aus der Bibel. Und dieses Wort Gottes zieht beim Introitus in den Raum oder in die Herzen ein, wird also mit dem Introitus begrüßt. So kann man ihn auch heute noch als etwas Schönes und Besonderes verstehen. Haben wir das Kyrie gesungen. Kyrie, ein griechisches Wort. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich, so heißt es übersetzt. Das Wort hat man früher. Nach dem Introitus haben wir zusammen das Kyrie gesungen. Das Kyrie ist ein mutiger Ruf der Kirche. Das hat man nämlich früher dem römischen Kaiser zugerufen. Kyrie eleison, erbarm dich, Herr, so heißt es nämlich übersetzt. Und dann hat der Kaiser meistens ein paar Münzen unter das Volk geworfen. Unser Kaiser ist Gott, so sagen die Christen. Und genau deshalb verwenden sie diesen Kaisergruß für Gott und für Jesus Christus. Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison. Für diesen Ruf damals konnten die Christen sogar den Märtyrertod sterben. Aber sie trauten sich das einfach. Und sie trauten sich noch mehr. Statt des Kaiserbildes, was normalerweise in den Versammlungshallen hing, malten sie einfach Christus an die Wand. Mal als Bild oder als schönes Mosaik. Ja, die trauten sich noch was, die früheren Christen.
die waren ganz schön aufmüpfig gegenüber dem römischen Staat. Nach dem Kyrie kommt das Gloria und das Gloria-Lied. Auch das ist wie das Kyrie ein Teil aus dem Kaiserkult. Dem Kaiser hat man nämlich Hymnen, Loblieder gesungen. Wie toll er regiert, wie groß denn seine Macht ist und wie glücklich die Menschen sind, dass sie ihn haben. Naja, manchmal war das bestimmt ganz schön übertrieben. Mit dem weltlichen Kaiser waren die Menschen nämlich gar nicht immer zufrieden. Für die Christen aber war wieder eines klar. Unser Kaiser ist Gott. Also singen wir ihm das Loblied, singen wir ihm den Hymnus. Und das ist ganz ehrlich gemeint. Allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnaden. In diesem Hymnuslied wird aufgezählt, was Gott alles für wunderbare Taten an uns tut. Sogar Friede bringt er für alle. Wir beten. Guter Gott, du bist der Schöpfer der Welt. Alle deine Geschöpfe, alle deine Werke sollen dich loben und preisen und dir mit ihrer Stimme die Ehre geben. Erfülle uns mit deinem Geist, dass wir in diesen Lobgesang einstimmen. Dir sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dieses Gebet war jetzt das Kollektengebet. Ein Gebet, das darum bittet, dass wir unsere Gedanken sammeln können und uns jetzt ganz auf das Wort Gottes konzentrieren können und auf das Motto des Tages. Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im Kolosserbrief im 3. Kapitel. Jetzt kommt die Lesung. Wir bekommen immer ein Wort aus der Bibel vorgelesen. Mal ein Stück aus den Evangelien, mal ein Stück aus einem Brief, mal ein Wort aus dem Alten Testament. Immer ein Bibelwort, das etwas mit dem Motto des Sonntags zu tun hat. Diesmal haben wir es gehört, ist das Motto Cantate, singt. Also hat natürlich auch die Lesung etwas mit Gesang zu tun. Die Lesungen und auch das Motto des Sonntags folgen übrigens einem festen Plan, dem sogenannten liturgischen Kalender. Da gibt es verschiedene Stationen im Kirchengerar. Da gibt es verschiedene Stationen im Kirchenjahr. Gerade sind wir in der sogenannten österlichen Freudenzeit. Aber das nur am Rand. Zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe. Regiere in eurem Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Auf die Lesung gibt es immer eine liturgische Antwort. War die Lesung ein Evangelium, dann heißt's: Ehre sei dir Herr, Lob sei dir Christus. War die Lesung ein Brief, so wie heute, wird daraufhin Halleluja gesprochen oder gesungen, wie wir gerade gehört haben. Halleluja ist Hebräisch, Hallel ist der Lobgesang. Also es ist ein Lob. Wir antworten auf das Gehörte mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nach der Lesung antworten wir mit dem Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis ist sozusagen der Rahmenvertrag, unter dem unser Glaube abläuft. Oder auch der christliche Personalausweis. Dieses Glaubensbekenntnis wurde in den ersten christlichen Jahrhunderten immer wieder umgeschrieben, neu gedacht, um die Christen zu einigen. Wer der Heilige Geist genau ist, ob der von Gott und von Jesus ausgeht und so weiter, das waren damals so die Streitfragen. Ob Jesu Geburt ein Wunder war oder eine ganz normale Geburt. Das hat die Christen damals richtig gespalten und auseinanderdriften lassen. Jede Gemeinde hat sich das anders vorgestellt. Sagen wir mal, die Korinther dachten so, die Epheser so und die Gemeinde in Jerusalem nochmal anders. Genau deshalb war es wichtig, dass man dieses Glaubensbekenntnis als eine Einigung formuliert. Bis heute wird in diesem Glaubensbekenntnis die christliche Kirche geeint. Evangelische und katholische Christen sprechen es miteinander und zeigen, dass sie denselben Glauben haben. Stopp! Vielleicht ist dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass da doch ein Wörtchen unterschiedlich ist. In der evangelischen Kirche sagt man, wir glauben an die christliche Kirche. In der katholischen Kirche sagt man, wir glauben an die katholische Kirche. Also doch keine Einheit? Doch, das ist eigentlich unser evangelisches Problem. Im griechischen Originalwortlaut steht das Wörtchen Katholos. Und das bedeutet weltweit, allumfassend. Katholische Kirche heißt eigentlich nur weltweite Kirche. Aber wir Evangelischen können das scheinbar so nicht mitsprechen. Darum sagen wir christliche Kirche, meinen aber damit auch die weltweite christliche Kirche. Friede sei mit euch von dem, der ist und der war und der kommt. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen für das Wort Gottes bieten. Herr, segne du Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Wer nicht singen kann, der summt halt. Wer nicht summen kann, der brummt halt. Wer nicht brummen kann, der klatscht halt. Hauptsache, du bist dabei.
Singen oder überhaupt musizieren ist für viele nicht aus dem Leben wegzudenken. Und wenn du jetzt meinst, ich singe aber nicht, dann überleg doch nochmal, ob es nicht doch Orte und Momente gibt, in denen du wohl singst. Im Auto, unter der Dusche, im Fußballstadion, am Lagerfeuer, im Gottesdienst, beim Tanz in den Mai, beim Konzert oder wenn du einfach daheim Musik anhörst, die Musik aufdrehst und deinen Lieblingssong mitsingst. Welche Musik hörst du an und singst mit oder tanzt dabei? Rock, Rap, Techno, Hip-Hop, Klassik, deutsche oder englische Texte oder in noch einer anderen Sprache, laute oder leise Musik, schnelle Lieder oder Balladen. In der Bibel finden wir auch eine Geschichte, in der zwei singen, zwei Männer in diesem Fall. Und sie singen in einer Situation, in der man jetzt nicht unbedingt damit rechnet, dass jemand Lust zum Singen haben könnte. Die Männer sind nämlich im Gefängnis. Ich lese aus der Apostelgeschichte. Nachdem sie viele Schläge erhalten hatten, ließ man sie ins Gefängnis werfen. Dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie besonders gut zu bewachen. Er führte den Befehl aus und brachte sie in die hinterste Zelle. Dort schloss er ihre Füße in den Holzblock. Um Mitternacht beteten die beiden Männer und sangen Lieder. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Stell dir mal vor, du wärst im Gefängnis eingesperrt. Glaubst du, du würdest auf die Idee kommen, zu singen? Vielleicht schon, denn dann würdest du automatisch etwas gegen die Angst machen, die man vermutlich hat, wenn man eingesperrt und gefangen ist. Es ist nämlich nachgewiesen, dass man nicht gleichzeitig singen kann und Angst haben kann. Das Singen blockiert sozusagen die Region im Gehirn, die auch für die Angst zuständig ist. Die beiden Männer singen. Und was passiert dann? Wir lesen weiter in der Apostelgeschichte. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, das die Fundamente des Gefängnisses erschütterte. Da sprangen alle Türen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Die beiden Männer sind also im Knast und es passiert etwas Bombastisches. Die Ketten werden gesprengt, sie werden geöffnet. Die Gefangenen sind befreit. Beim Singen passiert etwas Ähnliches. Da werden auch Ketten gesprengt. Eben die Ketten der Angst und der Sorge. Beim Singen werden Glückshormone und sogar Bindungshormone ausgeschüttet. Die Atmung wird tiefer und die Angst muss weichen. Und wenn du jetzt wieder denkst, ich singe aber gar nicht, dann sage ich dir, das gilt nicht. Denn wer nicht singen kann, der summt halt. Auch beim Summen kommt dein Körper in eine Erholung und Entspannung. Die Vibrationen, die durch das Summen entstehen, werden ins Gehirn weitergeleitet, durch die sensorischen Nerven. Und die Gehirnströme werden dann ruhiger und auch das ist befreiend. Ich glaube, das Singen der beiden Männer aus der Bibel, es waren übrigens Silas und Paulus, hat nicht nur die Ketten gesprengt, sondern auch die Ängste und Blockaden der beiden Männer. Die Männer erlebten nicht nur ein äußerliches Freiwerden, sondern auch ein innerliches Freiwerden. Und zwar, weil es nicht irgendwelche Lieder waren, die sie sangen, sondern es waren Gebete und Loblieder für unseren Gott. Singen befreit, es hält uns gesund.
Wenn wir singen, können wir nicht gleichzeitig Angst haben. Unser Gehirn kann nur das eine oder das andere. Gleichzeitig geht nicht. Angst ist schlecht für unsere Gesundheit, für unsere seelische Gesundheit. Wenn du also etwas für deine Gesundheit machen möchtest, dann sing. Und wenn du auch noch etwas für deine Beziehung zu Gott tun willst, dann sing für Gott. Im Moment natürlich nicht, ohne nicht auch den Abstand zu anderen Menschen im Blick zu haben. Aber dennoch möchte ich dich ermutigen, sing. Sing gerade jetzt in dieser Zeit, in der wir uns oft so gefangen fühlen. Die einen aus Angst vor der Ansteckung, die anderen, weil ihnen diese engen Regelungen zu schaffen machen. Die Dritten, weil sie merken, dass die seelische Gesundheit unter dem ganzen Druck leidet. Sing, sing Lieder für Gott. Unser wunderbarer Gott wird auch deine Fesseln lösen und dich befreien. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Das war jetzt also die Predigt. Was ist deine Predigt? Die Auslegung eines Bibelworts, passend zum Tag. Der Pfarrer oder Prediger versucht zu erklären, was das Bibelwort aus vergangener Zeit für uns heute bedeutet. Das ist gar nicht so einfach. Deshalb studieren die Pfarrer mehrere Jahre Theologie, um das zu lernen. Um zu lernen, wie man die Bibel verstehen kann und heute auslegen kann. Auch Diakoninnen wie unsere Diana haben Bibelauslegung studiert. Und ich muss sagen, sie hatte für diesen Sonntag Kantate eine richtig tolle Idee. Wer nicht singt, der summt. Und wer nicht summt, der brummt. Und alles macht eine gute Stimmung. Das ist so, aber darauf muss man erst mal kommen. Und das Ganze dann mit dem biblischen Wort verbinden. Klasse, das hat sie heute richtig gut gemacht. Und sie hat vor allem nicht zu lange geredet. Gerade recht, dass man zuhören kann. Predigt ist übrigens, jetzt muss ich schmunzeln, etwas ganz Bequemes. Ich kann da etwas fürs Leben lernen, aber ich muss keine Angst haben, dass mich jemand plötzlich aufruft und was fragt. Ich darf einfach nur gelassen zuhören. Das Gebet, das jetzt kommt, ist das Fürbittengebet. Wie schon der Name sagt, ist es ein Gebet, in dem wir für andere Menschen beten. Für Menschen in besonderen Notsituationen, für Menschen, die krank sind, für Menschen, die vielleicht gerade Corona nervt, aber auch für junge Menschen, für Konfirmanden. Die Idee dahinter ist, dass Jesus gesagt hat, was ihr bittet in meinem Namen, das will ich euch geben. Wenn jetzt eine ganze Kirchengemeinde
gemeinsam für Menschen in Not betet. Dann, glaube ich, wird das Gott hören. Und wenn es irgend geht, wird er diesen Wunsch erfüllen. Manchmal geht's halt nicht. Aber oft hat Gott schon Gebete erhört. Das habe ich in meinem Leben jedenfalls schon mehrfach erlebt. Das Fürbittengebet ist also gedacht, dass die Gemeinde im Gedanken mitbetet. Also quasi mit den Gedanken die Worte des Pfarrers oder die Diakonin verstärkt. Wir beten. Guter Gott, wir bitten dich heute besonders für unsere Präppis und Konfis, denen die Orte fehlen, an denen Gesang und Musik, Fröhlichkeit und Leichtigkeit ist. Schenke ihnen Menschen und Momente, die es ermöglichen, in anderer Form als gewohnt, aber dennoch auf eine gute Art Gemeinschaft und Lebendigkeit zu erfahren. Wir bitten dich für unsere Gemeinden, denen es fehlt, im Gottesdienst mitsingen zu dürfen. Schenke du, dass es gelingt, trotzdem an dem Lobgesang für dich teilzunehmen, durch das Mitlesen des Textes, durch das Mithören, durch das Mitsingen im Herzen. Wir bitten dich für all diejenigen, die darunter leiden, dass so vieles gerade nicht möglich ist. Konzertbesuche, laut in einer Menge mitsingen und tanzen gehen. Paulus und Silas haben zu zweit gesungen, schenke du, dass auch die Sehnsucht nach Gemeinschaft und Miteinander im kleinen Rahmen gestillt werden kann, und befreie die Menschen von dem Gefühl, eingeengt und gefangen zu sein, in der Erfahrung, dass du ein großer, guter und befreiender Gott bist. Und gemeinsam beten wir weiter mit den Worten, die Jesus selbst uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Abgeschlossen wurde das Fürbittengebet jetzt mit dem Vater Unser. Das ist ein ganz besonderes Gebet, denn Jesus hat es uns wortwörtlich als gutes Gebet ans Herz gelegt. Wenn ihr betet, dann sollt ihr nicht plappern und meinen, je öfter ihr Gott um das Gleiche bittet, desto eher wird es erfüllen. Nein, so funktioniert's nicht. Gott weiß eh, was ihr braucht, sagt Jesus. Wenn ihr betet, dann betet lieber so. Vater unser im Himmel. Darum heißt das Vater unser auch Herrengebet, weil es von unserem Herrn Jesus Christus wörtlich überliefert ist. Und das vor über 2000 Jahren. Generationen von Christen haben es gebetet und heute wird es immer noch gebetet. Und weil es was ganz Besonderes ist, läutet dabei die Vaterunser-Glocke. Und wisst ihr, diese Glocke lädt dazu ein, dass man daheim dieses Gebet mitspricht. Dann ist man mit der Gemeinde, die Gottesdienst feiert, in Gedanken verbunden. Thank you.
Jetzt haben wir den Gottesdienst fast geschafft, aber es kommt noch einmal ein liturgischer Gruß. Wir erinnern uns, mit dem liturgischen Gruß am Anfang wurde der Übergang von einer weltlichen Versammlung in eine heilige Versammlung, also in einen Gottesdienst, markiert. Und am Ende des Gottesdienstes geht das genau rückwärts. Mit den gleichen Worten, der Herr sei mit euch und mit deinem Geist, wo am Anfang der Schalter von weltlich auf heilig umgelegt wurde, wird am Ende des Gottesdienstes wieder zurückgeschalten. Stand am Anfang mit den Worten im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes die Erinnerung an die Taufe im Vordergrund, so steht dir am Ende wieder im Mittelpunkt. Geht hin im Frieden des Herrn, sagt der Liturg, und ihr sendet damit die Gemeinde in die Welt. So wie Jesus in seinem Taufbefehl uns in die Welt geschickt hat. Und das passiert an jedem Sonntag wieder neu. Wir werden ausgesandt, um unseren Glauben im Alltag zu leben. Um das umzusetzen, was wir in der Predigt gehört haben, was uns vielleicht an diesem Sonntag wichtig geworden ist. Ja, und was sagt man, wenn man etwas geschenkt bekommen hat? Na klar, danke. Deshalb antwortet die Gemeinde am Schluss mit den Worten: Gott sei ewiglich Dank. Und so gehen wir hinaus in diesen Tag und in die kommende Woche und stellen uns vorher gemeinsam unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Das letzte Wort hat normalerweise der Pfarrer, die Diakonin mit dem Segen. Was ist denn das, der Segen? Ich will sagen, der Segen ist die Kraft Gottes, die uns heute zugesprochen wird, die unter uns wirkt, die uns Power gibt. Stell dir mal vor, du müsstest, sagen wir, auf einer Slackline balancieren. Und jemand sagt zu dir: Trau dich, du schaffst das, du bist gut, ich weiß, du kannst das, hab nur Mut. Genau das ist Segen. Der macht was mit uns. Der lässt uns über uns hinauswachsen, über die eigenen Kräfte. Und am Ende wirst du merken, du hast es geschafft, über dieses Slackline zu balancieren, weil andere Vertrauen in dich hatten und dir Mut zugesprochen haben. So ist auch der Segen zu verstehen. Gott spricht uns Mut zu. Und zwar jeden Sonntag aufs Neue bei jedem Gottesdienst. Er sagt zu dir: Trau dich, hab Mut. Ich weiß, du schaffst das, was in der Woche auf dich zukommt. Und ich will dir noch was sagen. Du bist nicht allein, mein lieber Mensch. Ich, dein Gott, bin neben dir. Und wenn es schief gehen sollte, dann fange ich dich auf. Wow! Genau das bekommen wir jeden Sonntag mit dem Segen zugesagt. Da bleibt uns nur darauf zu vertrauen und zu glauben, indem wir als Gemeinde sagen: Amen. Ja, so ist's wirklich. Thank you.
Liebe Gemeinde, schön, dass wir heute in dieser Form miteinander Gottesdienst gefeiert haben. Ich wünsche Ihnen und euch einen gesegneten Sonntag. Seien Sie behütet.